Grüß Gott aus der Bayerischen Landeshauptstadt. Es ist Mittwoch. Wir haben 17.40 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier mache. Und wir haben den 14. Juli. Tja, das Bild in dieser Woche ist fast identisch zu dem der letzten Woche. Eigentlich muss ich da gar nicht so viel sagen, aber ich habe ein bisschen was gefunden. Das ist der DAX auf Tagessicht. Und nach wie vor sind wir in dieser Range drinne und wir haben sie punktgenau auch wieder nach oben gemacht. Also einmal querbeet durch. Von hier gibt es nichts Neues, wir müssen hier drüber. Jetzt ist aber so, dass das obere Band ist bei 15.841. Bisher war ich der Meinung, dass wenn wir so ab 15.825, dass dann die Stops geholt werden und dass wir hier eine schnellere Akzeleration kriegen. Jetzt muss ich den Punkt ein bisschen hochnehmen. Das heißt, wir müssen über die 15.850 mindestens mit einer 4-Stunden-Kerze. Erst dann wird er weiter positiv, sonst kann das so enden wie, was war das noch für ein Chart? Allianz, guck da mal rein, hatten wir genau das Gleiche, waren drüber und sind dann abgesoffen. Also da muss er drüber, das heißt über 15.850 nach oben. Nach unten bleibt die Unterstützung hier, das war die 15.300, ich runde leicht und von daher ist nichts. Die Technik ist okay. Sowohl über das MACD, wir sind immer noch im Seitwärtsmarkt, deswegen ich schaue hier nicht so sehr drauf. Die Stochastik gilt als überkauft ohne Verkaufssignal. Ja, 97, naja gut, wir sind auch am All-Time-High. Wo soll sie denn sonst sein? Ich gehe mal mit euch auf die 4 Stunden, da wird es interessanter. Und zwar habe ich hier noch einen anderen Punkt gefunden als gute Unterstützung. Das ist das hier, 15.627. Das haben wir zweimal hintereinander gesehen, also da sollte er doch bitte tun, dies nicht mit einer Stundenkerze drunter. Die 4-Stunden-Technik ist leicht negativ, sowohl über den Trendfolger als auch über den Oszillator, aber das ist noch nicht so wirklich vertrauensselig. Gehen wir mal lieber auf die Woche, weil da hatte ich das zugrunde gelegt. Letztendlich, ich mache das mal so, dann sieht man das vielleicht ein bisschen deutlich, wir haben hier eine fette Bewegung aufwärts von 15.300 bis 15.800. Meistens, ich mache mal das Fadenkreuz raus, ist es so, dass dann der Markt entweder leicht korrektiv ist, so Richtung letztes Low, was wir hatten, oder seitwärts. Er entscheidet sich hier für seitwärts. Und auch wenn jetzt die letzte Stundenkerze hier schwarz ist, ist das für mich noch kein echtes Verkaufssignal. Tatsächlich finde ich, dass der Intraday-Handel, der ist ja, wenn man mal so auf 5 oder 10 Minuten Ebene geht, hat der durchaus ein bisschen Spannung. Aber mein Problem mit dem Gesamtmarkt ist, ich sehe hier keine neuen Orders. Ich sehe es nicht. Kein Volumen, nichts dergleichen. Da wird mal irgendeine Sau durch den Ort getrieben. Also heute war es zum Beispiel die Fresenius oder die Warta. Dafür werden andere verprügelt. Die schlechten Aktien bleiben schlecht. TUI, Fraport, Lufthansa, Hotels. Und die guten Aktien, wie soll ich sagen? Es ist keine Gruppe, die ich da ausfindig machen kann. Außer halt die Fangaktien, die laufen momentan ganz gut an der Nasdaq. Aber ich kann nicht wirklich jetzt sagen, die komplette Chemie ist gut, die Banken sind gut oder die Autos sind gut. Kann ich nicht sagen. Das ist je nachdem, es ist ja Berichtssaison. Nächste Woche kommen SAP und Daimler. Muss man einfach schauen. Ich finde es jetzt hier momentan schwierig. Ich finde den Handel fast langweilig. Also ich habe auch im Index diese Woche nichts gemacht. Ich habe nur noch eine Aktienposition. Zurück zum DAX. Jetzt sind wir also hier, habe ich noch eine Zwischenlandung gefunden, die er machen darf, die für mich ein durchaus wichtiger Punkt ist. Das ist 15.716. Wir sind dadurch drüber und haben nochmal aufgesetzt. Das sollten wir bitte nicht mit einer Stundenkerze unterbieten. 15.716, also das geht runter bis 15.705, das ist schon relativ wichtig. Wenn wir das machen, gehe ich davon aus, dass wir also auch hier diesen Bereich 15.634 sehen. Wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik auf Stundensicht, MACD kannst du vergessen. Deswegen die Scheine. Da gehe ich jetzt mal zurück auf die 4 Stunden, da sieht man das vielleicht schöner, warum ich das mache. Zum einen habe ich einen Call ausgesucht, der jetzt hier in der Maske noch nicht drin ist, weil es eine Tagesemission. Das ist ein 15.456er. Da liegen wir also ein bisschen hier unter dem 4-Stunden-Band. Hier. Den suche ich deshalb aus, weil wir hier Unterstützungen hatten. Dreimal. Kurz gebrochen, sofort zurückerobert. Und der ist eigentlich dafür gedacht,
wenn wir wirklich drüber gehen. Also der ist recht nah dran, aber, jetzt muss ich leider mit euch auf den Tag gehen, aber ich orientiere mich gern an der 20-Tage-Linie. Das heißt, wenn eine Zähnekorrektur kommen könnte, ist die 20-Tage-Linie so die erste, sagen wir mal, Auffangbasis. Ja? Und die ist bei 15.623. Also wie gesagt, der Call, den ich ausgesucht habe, 14.456, da sind wir hier. Der hat genügend Platz um sich. Wenn wir das Ding hier, die 20-Tage-Linie unterboten hätten, sagen wir mal, wir gehen unter 15.600, dass man sich da noch relativ bequem stoppen kann. Und sie liegt auch unter dieser ersten weißen Kerze, dieser Aufwärtsbewegung. Also das, finde ich, ist ein ganz gutes Level. Der Scheiner, die Kennnummer GH8R4T, der hat einen 45er Hebel, ist keine kleine Geschichte. Ich fasse den erst an, wenn wir hier drüber sind, über der 15.850. Beim Put ist es ein bisschen einfacher. Ich habe mich für den hier entschieden, das ist die 16.351, da muss den Schaden mal ein bisschen da, da haben wir also viel Platz. Ich glaube, wenn wir das wirklich rausnehmen sollten, dass wir relativ schnell auch den Kontakt zur 16.000 suchen. Das heißt, diese Option ist weit genug weg, 16.351. Und das ist ein 22er Hebel lediglich mit der Kennnummer GA4JGZ. Den nehme ich aber auch erst dann, wenn wir unter der 20-Tage-Linie sind und schließen mit ein bisschen Abstand. Tja, wir haben Hosse weltweit. Ich habe mir das wohl mal, bin ich mal die ganzen Indizes durchgegangen. Am All-Time-High sind Dow Jones, Nasdaq, Denpur. Wir haben den DAX, den MDAX, den TechDAX, den SDAX. MIP 30, die Holländer sind dran, die Franzosen sind dran, der Eurostox ist dran. Und vor allen Dingen schaut euch mal ein SMI an von der Schweiz. Erstaunlich. Die einzigen, die sich momentan dem ganzen Ding irgendwie entziehen, das ist der FTSE, der IBEX und Asien. Mir fehlt das Volumen. Trotzdem hat der Markt hier ganz klar eine sensationelle Chance, hier drüber zu gehen und endlich mal ein neues High zu machen. Er muss sie nur endlich nutzen. Während ich hier spreche, verliert der TechDAX gerade mal eben, was sind das jetzt, 70 Punkte, nicht der TechDAX, der Nasdaq. Sind wir jetzt momentan noch bei 14.904. Ja. Nochmal, der hat 2000 Punkte gemacht innerhalb von 7 Wochen. Das ist viel. Der hat jede Pause verdient. Muss ganz klar sagen, die Märkte drehen ein bisschen hohl. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.